Das Wallis belegt den Spitzenplatz unter den Schweizer Kantonen bei alkoholbedingten Autounfällen. Das belegt eine Statistik, die von einer Zürcher Zeitung publiziert wurde. Bei 21,1% der Unfälle mit Verletzungsfolge, also bei jedem fünften, war im Wallis der Autolenker alkoholisiert. Zum Vergleich, im Kanton Schaffhausen sind es nur 3,6%. Sind die Walliser Automobilisten die Blaufahrer der Nation? TV Oberwallis hat die Kantonspolizei Wallis mit den Zahlen konfrontiert. Der Markus Rieder, Mediensprecher und Verantwortlicher für die Beratungsstelle für Verbrechensverhärtung der Kantonspolizei, sagt, was man bei Polizeikontrollen herausgefunden hat. Wie viele Walliser sind alkoholisiert im Auto unterwegs? Es ist ja so, man macht ja systematische Alkoholkontrolle und da kann man also sagen, mehr als 86,5% von den Verkehrsteilnehmern, die man kontrolliert hat auf Alkohol, sind negativ gewesen. Das heisst, sie sind ohne Alkohol gefahren. Das heisst, weniger als 0,5 Promille. Und wie sieht es bei den Unfällen aus? Wie oft ist Alkohol mit im Spiel? Die Tatsache ist ja so, dass jeder fünfte Unfall hier im Kanton Wallis mit Alkohol gemacht wird. Die Zahlen sind ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil das kommt je nachdem, wie man die Statistiken ausführt. Das heisst, der Kanton Wallis zum Beispiel, wenn jemand einen Unfall hat mit Alkohol, hat vielleicht aber ein Rotlicht überfahren, ist der Unfallgrund als erster Alkohol im Spiel. Andere Kantone, die das vielleicht anders interpretieren, die sagen, voilà, er hat das Rotlicht überfahren, hat dadurch einen Unfall provoziert, hat Alkohol auch mit drin gehabt. Das heisst, das Rotlicht gilt als Unfallursache, das heisst, Überfahren eines Rotlichts. Und da haben wir schon eine Differenz. Erstmal im Kanton Wallis ist Alkohol drin, in einem anderen Kanton ist das Rotlicht überfahren mit zusätzlich Alkohol. Das, wie eingangs erwähnt, in gewissen Schweizer Kantonen bei Autounfall nur einer von 25 Autofahrern mit zu viel Alkohol unterwegs ist, kann sich der Markus Rieder nicht vorstellen. Die kantonalen Statistiken sind nicht 1:1 miteinander zu vergleichen. Das ist eine Tatsache, dass Statistiken nicht überall gleich ausgefüllt werden. Das heisst, wenn ich euch eingangs erwähnt habe, ist Priorität unter Umständen aber das Rotlicht oder wie im Kanton Wallis Priorität Alkohol. Und das kann natürlich zu grossen Differenzen führen, nachher mit der Statistik, das heisst mit den jährlichen Zahlen. Ein Einfluss auf die Häufigkeit hat auch das Wetter und die Topografie. Also ist Tatsache, sobald sich die Wetterverhältnisse ändern, vor allem im Winter, haben wir natürlich dementsprechend auch mehr Verkehrsunfälle zu verzeichnen. Weiter ist natürlich auch so, wir haben viele Bergstraßen und das kommt auch zu vermehrten Unfällen als zum Beispiel in anderen Regionen, wo wir in der Talebene haben, wo im Prinzip eine gerade Strecke fährt. Das sind auch sicher auf einmal Gegebenheiten, die man nicht ausser Acht lassen kann. Und zusätzlich ist natürlich auch, wir sind Touristenkanton. Wir haben viele Leute vom Ausland gekommen, die natürlich nicht gewohnt sind, Bergstraßen überhaupt zu fahren. Erfreulich ist, dass die Zahl der Verkehrsopfer im Wallis im Laufe der Jahre kontinuierlich zurückgegangen ist. Sind 1970 noch 117 Personen auf der Walliser Straße tödlich verunfallt, sind es 2013 bis jetzt 11 Personen. Und das, obwohl es heute viel mehr Verkehr hat und man mittlerweile im Wallis über 400'000 immatrikulierte Fahrzeuge hat. Der Markus Rieder erklärt die Gründe von dem Rückgang. Es hat verschiedene Gründe. Erstens sicher auf einmal, dass die Neulenker besser ausgebildet werden, das heisst schon in der Vorschule. Zweitens sind sicher auch die Präventionsaktionen, die man durchführt, in Zusammenarbeit mit der Via Secura, mit dem BFU oder auch mit dem TCS und natürlich auch kantonale, also wirklich spezifische Kontrollen, Präventionsaktionen, die man durchführt, tragen sicher auch ihren Beitrag dazu bei. Der Stefan Ruf, Suchtberater und Stellenleiter von Sucht Wallis, sagt, dass der Alkoholkonsum in den letzten Jahren im Wallis zurückgegangen ist, aber dass im Wallis generell mehr Alkohol getrunken wird als in der Deutschschweiz. Bei den Erwachsenen sieht es aus, dass der tägliche Konsum ist zwar, wenn wir jetzt das bei den Männern anschauen, in den letzten 20 Jahren zurückgegangen, aber ist immer noch über dem Schweizer Niveau.
Und bei den Frauen ist der Rückgang weniger prägnant, aber auch dort ist der tägliche Konsum auch heute noch ein bisschen über dem Gesamtschweizer Schnitt. Was problematischer ist, ist der tägliche Risikokonsum. Dort sind sowohl die Frauen als auch die Männer einiges über dem Gesamtschweizer Schnitt. Und was haben die Walliser für das Gefühl? Sie wird die Blaufahrer der Nation? Finde ich überhaupt nicht. Also ich sehe das überhaupt nicht. Ich habe eher das Gefühl, alle Leute haben heute sehr bedächtig mit dem Umgehen. Weil das kann man sich heute gar nicht mehr leisten. Das weiss heute der hintersten Letzte. Man kann gar nicht mehr so blau einfach mit dem Auto anfahren. Ich sehe das gar nicht mehr so. Die Ausserschweiz, wie wir hier sagen, nimmt ja Walliser immer so ein bisschen wahr als Züffle und wir reichen so viel und das gehört zu der Kultur. Seht ihr das auch so? Also ich sehe es auch wieder nicht so, weil ich bin viel in der Deutschschweiz unterwegs gewesen, auch die Schweizer Kollegen, habe mit denen auch Feste erlebt und so. Und ich bin ab und zu überrascht gewesen, weil sehr viel mal, was sie zum Teil mögen, getreichen, uns aber leicht auch im Bergland, das bisschen, sehr viel mag ich nie getreichen, was die treichen. Also das ist ein absoluter alter Zopf. Nein, eigentlich nicht. Wieso nicht? Nein, ich glaube, überall wird es ein bisschen getrunken, nicht nur mal hier. Also habt ihr das Gefühl, dass die Walliser von der Ausserschweiz ein bisschen komisch wahrgenommen werden? Ja, ganz sicher. Aha. Ich habe ja selber auch lange die Ausser gewohnt, da haben sie immer die Walliser laufen. Und der Bier, das ist gar nicht so. Wieso kann das entstehen? Wieso meinen Sie? Ja, wahrscheinlich häufig haben die Ferien, da wird natürlich gefestet und das bleibt denen. Da sehen sie nur die Walliser, die alle Touren runter sind. Habt ihr das Gefühl, dass in der Ausserschweiz die Walliser durchaus so wahrgenommen werden, dass wir wirklich die Reicher der Nation sind? Ja, schon. Ich habe selber Erfahrungen gemacht. Ich bin mal auf Luzern gegangen und da sind wirklich, bin ich zu einem Kollegen gegangen und haben alle mir gesagt, ja, du bist vom Wallis, also siehst du an ihren Freunden, dann hast du mir nur den Alkohol gebrungen. Aber ich glaube, es ist einfach so wie ein Klischee. Ja, wir sind Walliser, wir reichen gerne. Also ist das kein Klischee, wenn ich die Ausserschweizer als die Blaufahrer oder die Trinker der Nation darstellen? Ja, das finde ich schon nicht gerade so gut. Also es sind ja nicht alle Walliser gleich. Das ist auch so ein Vorurteil, das man hat, dass die Walliser immer trinken. Also ich bin nicht der Meinung, nein. Das ist vielleicht jedem schon mal passiert, das passiert. Jedem Berner, vielleicht auch mal, jedem Basler auch. Das sind ein bisschen Geuche. Nein, also ich finde, das ist wieder einmal so etwas, was die Deutschschweizer einfach wieder in die Welt setzen, für ein bisschen Eis zu provozieren. So ist ja auch ein Bild, das halt der Rest der Schweiz von den Walliser hat, ist, dass halt die Walliser sehr viel Reich kriegen und dass auch zur Reichkultur kehren hier. Wie seht ihr das? Ich sehe überhaupt nicht so. Kultur, ich meine, wir leben hier ein Häufchen von einer Landwirtschaft. Da sind Wein, da sind die Sachen umeinander. Dass hier vielleicht dass ein bisschen anders gelebt wird, kann ich mir schon vorstellen. Aber das heisst ja nicht, dass man säuft, sondern dass man einfach das geniessen tut. Dass der höhere Alkoholkonsum im Tessin, in Romandie und im Wallis sich mit kulturellen Gründen klären lässt, bestätigt euch der Stefan Ruf. Ja, was auffällt, ist, dass in den Regionen, wo selber Weinbau betrieben wird, dass dort der Konsum höher ist. Und ich denke, das wird den Nagel recht gut auf den Kopf treffen. Der Wein hat immer zur Kultur da gehört und das ist grundsätzlich auch etwas Gutes. Bei allem Genuss. Einig sind sich alle. Alkoholisiert sollte man nicht Auto fahren.